An einem schönen Nachmittag in Bagdad saß Kalif Chasid, der Herrscher, auf seinem Sofa und genoss seine Wasserpfeife. Er war wie immer zu dieser Tageszeit guter Laune und wartete auf den Besuch des Großwesirs, seines engsten Vertrauten, der ihn zu dieser Stunde aufzusuchen pflegte. Na, Großwesir, pünktlich wie immer. Komm, setz dich zu mir und erzähl mir deine Neuigkeiten. Aber was sehe ich denn? Du machst ein so nachdenkliches Gesicht. Nun ja, ich komme gerade von draußen. Unten vor eurem Palast steht ein Krämer, der hat so schöne Sachen in seinem Kasten. Wenn dich das erfreuen sollte, so hol ihn doch herauf. Wir wollen sehen, was er hat. Ja, ich eile. Ich eile, ihn zu holen. Der Großvezier ist manchmal wie ein kleines Kind. Naja, es sei. Ich habe ihm schon lange kein Geschenk gemacht. Hier, bitte, durch diese Tür. Geradeaus, Krämer. Verbeug dich bitte. Los, verbeug dich! Edler Kalif, dein niedrigster Diener steht dir zu Diensten. Ich sehe, du hast schöne Sachen im Kasten. Mal sehen. Ich nehme diesen Ring. Und was gefällt dir, Großvezier? Mal sehen, das hier. Ist schön, aber nicht für mich. Und das wunderbar. Ja, diese Pfeife hier. Eine gute Wahl, gnädiger Herr. Das ist ein seltenes Stück. Ich habe es von einem Wüstenscheich. Sag mal, Krämer, was ist in dieser Dose? Die Dose, o Herr, enthält ein schwarzes Pulver. Und ein Papier mit einer sonderbaren Schrift. Ich erwarb den Kram einst von einem Kaufmann aus Mekka. Weißt du, was da geschrieben steht? Nein, o Herr, ich kann die Schrift nicht lesen. Ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Aber euch, o Herr, stehen sie zu geringem Preis zur Verfügung. Gut. Ich nehme den Ring, die Pfeife und die Dose. Da hast du das Geld. Danke. Du kannst jetzt gehen. Danke. Allah sei dir gnädig. Danke. Nun, Großvezier, bist du jetzt zufrieden? Oh ja. Habt Dank für die schöne Pfeife. Was wohl auf diesem Papier steht? Nun ja, vielleicht weiß ich Rat. Ich kenne einen Mann hier aus der Stadt. Man nennt ihn Selim. Selim den Gelehrten. Man sagt, er kann alle Sprachen sprechen und lesen. Lass ihn kommen. Vielleicht kann er diese geheimnisvolle Schrift entziffern. Sehr wohl. Selim, der Gelehrte, möge kommen. Selim, der Gelehrte. Selim, der Gelehrte. Selim, der Gelehrte. Edle Herren, Selim, euer untertänigster Diener wirft sich euch zu Füßen. Man sagt, du seist ein Gelehrter. Kannst du diese Schrift lesen, so bekommst du ein neues Festkleid. Kannst du es nicht, so bekommst du 12 Hiebe auf die Fußsohlen. Denn man nennt dich dann ohne Grund Selim, den Gelehrten.
O Herr, es ist lateinisch. Oder ihr sollt mich hängen. Nun sag, was steht geschrieben. Mensch, der du dieses findest, preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver schnupft und dazu spricht, Mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht auch die Sprache der Tiere. Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich dreimal gen Osten und spreche wieder Mutabor. Aber hüte dich, wenn du verwandelt bist zu lachen, sonst verschwindet das Zauberwort gänzlich aus deinem Gedächtnis und du bleibst für immer ein Tier. Meine Diener werden dir das Festkleid bringen. Nur noch eins. Schwöre, du sagst niemandem, was du eben hier gelesen und gehört hast. Bei Allah, kein Sterbenswörtchen soll je über meine Lippen kommen. Allah sei mein Zeuge. Schon gut. Geh nun und hab Dank. Der niedrigste aller eurer Diener dankt. Dankt ihnen, Herrscher und Kalif. Oh, Großwesir, wie freue ich mich darauf, ein Tier zu sein. Morgen gehen wir aufs Feld, schnupfen aus meiner Dose und können dann belauschen, was in Wald und Feld, Luft und Wasser gesprochen wird. Das wird ein Spaß. Nur dürfen wir ja nicht lachen. Nicht lachen? Soll ich euch bei Sonnenaufgang wecken? Ja, nach dem Frühstück. Nach dem Frühstück wollen wir unseren Spaziergang machen. Sehr wohl. Ich wünsche eine gute Nacht. Gute Nacht, Großwesir. Ein herrlicher Tag, um die Natur zu belauschen. Habt ihr auch die Dose? Oh ja, sie steckt in meinem Gürtel. Wir könnten jetzt vielleicht nach einem Tier suchen. Aha. Nein, Herr, das hier ist nicht der richtige Platz. Hier suchen wir vergebens nach einem Lebewesen, um unser Kunststück auszuprobieren. Wir müssen weiter hinaus zum Teich. Dort habe ich oft Störche fliegen sehen. Das ist eine gute Idee. Ich habe mich auch oft über ihr Geklapper gewundert. Es wäre doch sicher amüsant, die Störche auf ihrem Morgenspaziergang zu belauschen. Komm, Großwesir, gehen wir. Ja. So, hier am Teich wollen wir unser Kunststück bei den Störchen ausprobieren. Hey, Großwesir. Ja? Stolziert dort nicht schon einer auf und ab? Regenwürmer oder Frösche scheint er zu suchen und klappert vor sich hin. Und dort hinten kommt noch einer. Ich sehe. Ich wette, gnädiger Herr, dass diese Klapperstörche jetzt ein schönes Gespräch miteinander führen. Wie wär's,
wenn wir Störche würden und sie dabei belauschten. Wohlgesprochen, Großvezier. Doch sollten wir uns vorher ganz genau merken, wie man wieder Mensch wird. Ja. Dreimal gen Osten geneigt und Mutabor gesagt. Und Mutabor gesagt. So bin ich wieder Kalif und du der Großvezier. Und ich der Großvezier. Oh, nur ja nicht gelacht. Ja nicht gelacht, sonst sind wir verloren. So, nun schnell eine Prise aus der Dose. Hier, Großvezier, tief einatmen. Geben Sie her, geben Sie her. Meine Beine sind lang und dünn. Oh, und was ihr für einen schönen, langen Schnabel habt. Großvezier, deine Arme sind Flügel geworden. Am ganzen Körper habt ihr Federn. Gnädiger Herr, ihr seid ein Federvieh. Beim Barte des Propheten. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Wenn ich es wagen darf, möchte ich sagen, Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch besser aus. Sei still. Die Störche stehen beieinander. Jetzt wollen wir sehen, ob wir wirklich störchisch können. Guten Morgen, Frau Stelzenbein. So früh schon auf der Wiese? Guten Morgen, Frau Klapperschnabel. Wie geht es Ihnen? Ach, nicht gut, nicht gut. Ich habe heute so schlecht geschlafen. Mir träumte, die Regenwürmer seien ausgestorben. Die Regenwürmer ausgestorben? Ein schrecklicher Traum für einen Storch, nicht wahr? Gut, dass es nur ein Traum war. Frau Stelzenbein, ich habe mir gerade ein kleines Frühstück geholt. Ein Frühstück? Ja? Darf ich ein Stückchen von diesem zarten Würmchen anbieten? Ach, sieht ja so lecker aus. Ganz zart. Bitte, bitte nehmen Sie doch ein Stückchen davon. Danke, danke, liebe Klapperschnabel. Heute habe ich keinen Appetit. Oh, ich mache Diät. Habe gerade ein paar frische Blättchen gekaut. Oh, Frau Stelzenbein, immer diese schlanke Linie. Ach ja. Sagen Sie, haben Sie schon Ihr Morgenbad im Teich genommen? Nein, nein. Nein? Ich komme doch gerade vom Friseur. Ach so. Wie finden Sie die Farbe meiner Federn? Naja, also... Apart, nicht? Entzückend, entzückend. Heute Abend haben wir Gäste. Und ich soll vor Ihnen tanzen. Tanzen? Ja. Oh, wirklich entzückend, liebe Stelzenbein. Wissen Sie... Ich wollte hier auf der Wiese ein bisschen üben. Soll ich Ihnen meinen Tanz einmal vormachen? Aber natürlich, ja. Wirklich? Wie spannend. Na, also schauen Sie mal. Eins, zwei, drei. 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 Das war ein Spaß, der nicht mit Gold zu bezahlen ist. Schade, dass die dummen Tiere sich durch unser Gelächter haben verscheuchen lassen. Holzbecker und Medina. Ja. Oh, Allah, Großvezier. Ja. Wir haben gelacht. Ja. Oh,
Oh, oh, oh, nun, nun müssen wir für immer Störche bleiben. Meine arme Frau, wenn sie wüsste, dass ihr Mann jetzt ein Storch ist. Oh, das wäre ein schlechter Spaß, Großvisier. Wie war das Wort? Das Wort? Ja. Dreimal gen Osten geneigt. Nein. Ich bringe das Wort nicht heraus. Mu. Wir müssen Störche bleiben. Oh, Jammer. Mit diesem Federkleid kann ich nicht in meinen Palast zurückkehren. Die Einwohner der Stadt werden wohl keinen Storch zum Kalifen haben wollen. Oh, meine arme Frau! Meine arme Frau! Ich habe Hunger. Ich werde mich auf die Suche nach einem Leckerbissen machen. Was ist euch lieber? Ein schlammiges Würmchen oder Löwenzahn? Da, pfui. Ja. Der Hunger ist mir vergangen. Es wird dunkel. Wir sollten irgendwo die Nacht verbringen und morgen in die Stadt stelzen. Ach ja, du hast recht, Großvezier. Komm, gehen wir. So stelzten sie nun dahin, der Kalif und sein Großvezier. Sie übernachteten außerhalb der Stadt. Am Morgen wagten sie sich unter die vielen Leute, die an den Straßen standen. Ein großer Zug ging durch die Stadt. Hey, du, sag mal! Wer ist dieser festlich gekleidete Mann, den Sie da herumtragen? Nun, wer soll es denn schon sein? Unser neuer Kalif, Mischra! Hört! Hört, was das Volk ruft! Es lebe Mischra, der Herrscher der Stadt! Da, ich sehe ihn! Der sieht ganz wie der Krämer aus. Großvezier, ich ahne jetzt, warum ich verzaubert bin. Mischra ist der Sohn meines Todfeindes, des Zauberers Kaschnur, der mir einst Rache schwur. Er wird sich als Krämer verkleidet haben. Ja, er hat uns doch auch das Pulver verkauft. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Großvezier, lass uns nach Mekka fliegen. Vielleicht löst sich doch der Zauber. Komm! Gnädiger Herr, meint ihr nicht auch, dass Mekka ein bisschen weit weg liegt? Nicht den Mut verlieren, Großvezier! Komm! Da unten ist eine Ruine, dort wollen wir rasten! Komm! So, hier wollen wir übernachten. Morgen können wir dann weiterziehen. Das muss wohl ein Schloss gewesen sein. Vielleicht sind noch ein paar Räume in einem verträglichen Zustand. Ich will nicht wieder auf dem Boden schlafen. Ist schon gut, Großvisier. Komm, wir wollen uns mal umsehen. Mir ist nicht ganz geheuer hier drinnen. Ob es wohl Gespenster gibt? Großvezier, nimm dich doch zusammen. Oh. Ich hab's ja gleich gesagt. Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ach. Da seufzt und stöhnt jemand. Lassen wir ihn stöhnen und verschwinden wir lieber.
Das Stöhnen kam hier ganz aus der Nähe. Ja. Hier. Hier. Aus diesem Zimmer kam das Geräusch. Komm. Komm, Großvezier. Wir wollen nachsehen. Oh. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Komm. Nun, wenn es unbedingt sein muss. Ich sehe gar nichts. Wir können wieder gehen. Oh. Da. Da aus der Ecke kam das Geräusch. Da. Eine Nachteule. Was mag ihr fehlen? Willkommen, ihr Störche. Ihr seid ein gutes Zeichen meiner Errettung, denn durch Störche soll ich erlöst werden, ist mir prophezeit worden. Nachteule, deinen Worten nachzuschließen, bist du eine Leidensgefährtin. Vernehmt meine traurige Geschichte. Der böse Zauberer Kaschnur hat mich in eine Eule verzaubert, weil ich nicht die Frau seines Sohnes werden wollte. Als Diener verkleidet, brachte er mir einen Trank, der mich in diese Gestalt verwandelte. Auch uns hat er verwandelt. Ja? Und wir haben das Zauberwort vergessen, das uns wieder in Menschen zurückverwandeln könnte. Ich kann euch helfen. Was? Helfen? Ja? Nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Einer von euch muss mich heiraten wollen. Nur so werde auch ich erlöst sein. Großvezier, ich muss mit dir reden. Großvezier, ich glaube, du könntest. Nein! Nein, gnädige Herr, nein, 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 das geht nicht. Ich bin ja schon verheiratet. Nein, 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 also lieber bleibe ich ein Storch. Aber ihr seid ja noch jung und könntet eine schöne junge Prinzessin heiraten. Das ist es ja. Wer sagt denn, dass sie jung und schön ist? Naja, wenn es nicht anders geht. Liebe Eule, wenn wir erlöst werden, will ich um deine Hand anhalten. Ihr hättet zu keiner besseren Zeit kommen können, denn in dieser Nacht versammeln sich viele Zauberer in der Ruine. Hier, unter den Ruinen im Keller, ist ein herrlicher Prachtsaal. Dort zechen und schmausen sie und erzählen von ihren bösen Taten. Vielleicht sprechen Sie dabei das Zauberwort aus. Das hört sich gut an. Ja, aber was machen wir jetzt? Ja. Folgt mir. Ich zeige euch, wo der Raum liegt. Passt auf. Hier um die Ecke ist der Saal. So viele Zauberer. Kommt, wir gehen ein bisschen näher und verstecken uns hinter dieser Säule. Muss das sein? Großvezier, das war das Wort. Schnell ausprobieren. Nein, 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 nein. Nicht hier. Kommt. Dreimal gen Osten verneigen und Mutabor. Ihr seid wieder der Kalif. Und du, mein treuer Großvezier. Ja, die Eule hatte also recht. Retterin meines Lebens, nimm zum ewigen Dank für das, was du an uns getan, mich zum Gemahl.
Aber was ist das? Erkennt ihr eure Nachteule nicht mehr? Oh. Edler Herr, sehe ich recht. Eine wunderschöne Prinzessin steht vor uns. Welche Schönheit. Welche Anmut. Oh, liebste Prinzessin, es war mein größtes Glück, dass ich ein Storch war. Denn ich fand euch. Lasst uns nun in meinen Palast zurückkehren. Das wird ein prächtiges Hochzeitsfest. Aber der böse Zauberer, der wird bestraft. Der Zauberer und sein Sohn wurden in den tiefen Brunnen der Ruine gestoßen. Dort unten konnten sie zaubern, solange sie wollten, aber niemandem mehr etwas zuleide tun. Im Palast aber fand eine prächtige Hochzeitsfeier statt, von der die Leute heute noch sprechen.